So, geht's auch irgendwann weiter oder haben wir die Ladeschnecke? Gott, oh Gott, Gott, oh Gott, oh Gott. Aber sie muss das unbedingt in den Griff bekommen, unsere Michonne, das mit den Kindern, weil das, puh, wenn sie jedes Mal die Kinder sieht, jetzt überhaupt, in letzter Zeit ziemlich öfters, das kann schon einmal ins Auge gehen und ja, wie beim Brunnen ihr das Leben fast kosten. Aber um nochmal auf das Thema zurückzukommen, wegen der Norma, ich hab's müssen unbedingt erschießen. Jetzt geht's weiter natürlich, wie klar. Gut, wie? Dann machen wir das schnell. I thought you weren't gonna make it for a minute. They stopped firing. They're surrounding the house. We have to get out of here. Where are the boys? Upstairs. Alex, James, hurry up! Ach du Scheiße, na sicherlich nicht. Ah, Scheiße. Das auch noch. Na, nicht schon wieder die Kinder. Ach du Scheiße. Nicht gut. Komm schon. Alter Schwede. Oh, krank. Man, irgendwie urkrank, aber auch voll gut. Alter. Lol. Meine Güte. Da geht's zu. Get you out of here. It's not safe.
should have been there with you. But I wasn't. Wasn't in you. Every day I wish I could go back and change it. But I can't. Michonne, it's Dominic. What's happening? Where the hell are you? Go pack your things, okay? We have to go. Where's Mommy? We tried to wait. We're heading to Donna's. Dad! She'll be fine. Come on. No, she'll come look for us. We have to be here. Michonne, if you're still... Just stay safe, okay? They need you. So ist es damals passiert. I'm so sorry. I don't know what else to say. I'm just... I'm sorry. Schau, du solltest da schon langsam rausgehen. Das ist schon ein bisschen gefährlich hier alles. Nochmal werde ich keine Kinder sterben lassen. Have you seen Sam? I thought you were dead. Oh, I was so worried. Sam, we have to go. Yeah, you're right. Come on. We can get out through Craig's room. Follow me. Stay right with me, okay? Okay, go. Tja, jetzt will ich schnellstens gehen. Oh. See you again. When? I don't know. Soon. Say goodbye, girls. Your mother has to leave. Please, Mama. Stay here. With us. She can't. Just let her go. I can't do this, Dominic. Come on, Alex! What are you doing? No. Girls, enough. Let her leave if that's what she wants. Michonne! No. Don't go. Colette. She can't stay. We can't stay here! It's too late. Your mother already made up her mind. Please understand. It's not that I want to leave. I don't. I want to stay with you. Michonne! Oh, Scheiße. Verlasse deine Töchter, bleibe bei ihnen? Bitte was? Okay. Jetzt erst einmal den fetten Frosch von meinem Hals beseitigen. Ja, verlasse deine Töchter, bleibe bei ihnen. Wie soll das jetzt verstehen? Ich meine, verlasse deine Töchter, bleib bei ihnen. Ich meine, sie sind ja jetzt nicht wirklich mehr da, ja? Und wenn ich jetzt sage, bleib bei ihnen, was passiert dann? Dann wird doch bestimmt Sam sterben, oder? Weil sie sich unbedingt in ihren Kopf einreden hat müssen, sie muss uns retten. Sie bleibt
nicht, sie geht nicht ohne uns, ja. Das heißt, im Prinzip, wir haben jetzt die Möglichkeit, entweder wir bleiben bei unseren imaginären Töchtern, die also eigentlich nicht mehr hier sind, die schon längst tot sind, die eigentlich nur in unserem Kopf sind, andererseits können wir mit Sam gehen, oder wir bleiben bei unseren imaginären Töchtern, die was in unserem Kopf sind, wir finden vielleicht, oder wir schließen vielleicht in unserem Kopf Frieden und Ruhe, und dafür stirbt aber vielleicht Sam. Und wir vielleicht auch. Ja, ich weiß es nicht, was ich machen soll. Ich meine, ich würde gerne bei den Kindern bleiben, aber sie sind nicht mehr echt. Wenn sie echt wären, dann würde ich ja bei ihnen bleiben, aber sie sind ja einfach nur noch Einbildung. Andererseits, wenn ich sie jetzt schon wieder verlasse, dann würde ich es das zweite Mal verlassen. Und ob das unsere gute Michonne seelisch verkraften würde, ich glaube es eher nicht. Wisst ihr was, Freunde? Ich mache jetzt einfach das, was ich machen würde, was ich in meinem Bauchgefühl habe, und ich sage, ich bleibe. Right here. I love you so much. I love you too. I have to get you out. Come on, Michonne. Go. Tja, was habe ich gesagt? Sandwich. Wäre ich mit ihr gegangen gleich, wäre Sam mitgekommen. Aber so habe ich schließlich und endlich Frieden mit meinen Kindern gefunden. Aber leider Gottes bin ich auch schuld an den Tod von Sam. Tragisch. Ach Gottchen. Sadiq's gonna take a boat down to what's left of Monroe. Salvage what we can. Give them time. They've lost a lot today. We made it out. Oh, yeah. But they need time to grieve those that did it. We've all lost too much. You're right about that. Wir alle haben viel verloren. It'll be harder out there, without Berto. Might lean on you a bit more. It's not gonna be the same without him. Yeah, I'm gonna miss him too. I know this has been hard on you, in more ways than one. When we got separated, I heard you calling for your daughters. What happened in there? I tried to find you, but I couldn't. I had to get everyone out of there. I wasn't thinking clearly. All the smoke. I saw things that couldn't be real. It's happening more often now. The hallucinations, hearing things. Maybe you'd better start thinking about, you know, what if this doesn't go away? Maybe it won't. But this time, when I saw them, I got to tell them how much I love them. I
think it's time to stop running. Go back to your group, the people you left, your family. Before you can't anymore. If I know anything, it's how goddamn impermanent things are these days. You're right. It's time to go back. Come on. Tja, meine Freunde, es neigt sich schon langsam dem Ende zu. Eine kleine spannende Folge von The Walking Dead. Ein kurzer Ausstecher in das Leben von Michonne. Hier nochmal ihre zwei Kinder. Noch immer. Ich dachte, es hört sich vielleicht auf. Jetzt sind sie weg. Tja, ich hoffe, sie hat mit dem Ich liebe dich sagen können, was sie eigentlich die ganze Zeit schon immer sagen wollte. Und zwar die wichtigsten Wörter einer Mutter zu ihren Töchtern oder Söhnen. Ich liebe dich. Jo, wie gesagt, meine Freunde, das war's mit Folge 3, was wir verdienen. Hier nochmal meine Entscheidungen. Hast du Sam ihren Vater beerdigen lassen? Du und 91% der Spieler halfen, den Körper zu bewegen. Tja, das wäre auch unmenschlich gewesen, wenn nicht. Hast du Alex erzählt, was mit seinem Vater passiert ist? Du und 35% der Spieler sagten, ein böser Mann tat seinem Vater weh. Okay, warum das nur so wenig ist? Ja, da scheiden sich die Geister wahrscheinlich. Viele meinen, ja, man soll kleinen Kindern nicht die Wahrheit sagen, weil sie das noch nicht verkraften können. Ich denke, in so einer Zeit muss man einfach die Wahrheit sagen. Denn wenn man in so einer Zeit lebt, dann, ja, kann die Wahrheit schon einmal viel, viel bedeuten, wenn sogar Freundschaft. Hast du Randall an Norma übergeben? Du und 38% der Spieler übergaben Randall an Norma. Tja, das war vielleicht ein Fehler. Vielleicht hätte ich noch ein bisschen länger warten sollen. Aber, ja, man kann nie wissen, was richtig und was falsch ist bei diesem Spiel. Hast du Normas Leid beendet? Du und 40% der Spieler haben Norma erschossen. Ja, warum ich das gemacht habe, ist einfach gesagt. Norma war vielleicht ein böser Mensch. Ein Mensch, der viel Leid getan hat, ein Mensch, der viele Leute umgebracht hat, aber ich bin noch immer nicht so bestialisch, dass ich ja, sie jetzt von Zombies zerfleischen lasse bei lebendigem Körper. Deswegen habe ich ihr Leid beendet. Was ich allerdings nicht verstehen kann, hast du entschieden, deine Töchter zu verlassen oder zu bleiben? Du und 7,2% der Spieler blieben bei den Töchtern. Nur 7,2% blieben bei den Töchtern. Okay, ich habe zwar gesagt, es ist ein gewagter Schritt, aber dass so wenige diesen gewagten Schritt gewagt haben, das ist doch schon ziemlich oha. Ja klar, wie ich vorhin bereits gesagt habe, sie sind nur imaginär gewesen und ich habe gewusst, dass somit Sam eigentlich stirbt. Aber mein Hintergedanke war, was wahrscheinlich auch funktioniert hat, dass sie mit dem Kapitel mit ihren Töchtern abschließen endlich kann. Weil sonst hätte sie das immer und immer und immer weiter geplagt. Sie hätte nie sagen können, ich liebe euch. Ja. Sie hätte nie sagen können, es tut mir leid, dass ich an diesem Tag nicht bei euch war. Ja. Wenn ich jetzt die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich es auch zum Beispiel machen, ja, weil wie damals zum Beispiel meine Urgroßmutter mit über 95 Jahren gestorben ist, ja, kann ich mich noch die letzten paar Male erinnern, dass ich eigentlich ja, für sie nie da gewesen war und ja, immer geschaut habe, dass ich so schnell wie möglich von ihr weggegangen bin, ja.
Und als ich dann erfahren habe, dass sie eigentlich im Spital dann gestorben ist, ja, waren auch meine letzten Gedanken, warum hast du dich nicht mehr um sie gekümmert? Warum hast du es ihr nicht gezeigt, dass du sie doch liebst, ja? Ja, und so war halt mein Hintergedanke, dass sie sich von ihren Töchtern verabschieden kann. Deswegen habe ich mich entschieden, bei den Töchtern zu bleiben. Tja, anscheinend denken nur 7,2% der Spieler auch so. Tja, das war's für The Walking Dead, Michonne. Ich würde mal sagen, komplett wieder mal extremstens geil gemacht, diese Telltale-Reihe von The Walking Dead. Auch wenn es nur ein kleiner Abstecher war vom Leben von Michonne, von dem Leben, was passiert ist, als sie die richtige Gruppe verlassen hat, was sie da erlebt hat, weil jetzt haben wir ja gesehen, sie will ja wieder zu der richtigen Familie, zu der richtigen Gruppe zurückkehren. Wieder mal ziemlich geil und ich freue mich schon, wenn Telltale Games wieder einmal etwas Neues von The Walking Dead rausbringt. Vielleicht The Walking Dead 3 oder wieder mal so ein kleiner kurzer Abstecher. Würde mich freuen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, wie ich gespielt habe, wie ich kommentiert habe, beziehungsweise habt auch vielleicht irgendwie meine Entscheidungen akzeptieren können. Wenn nicht, wir können ja in den Kommentaren bei YouTube darüber reden, weshalb, wieso, warum. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder bei einem nächsten Let's Play Projekt. Vielen Dank und bis dahin, meine Freunde. Tschüss.